Schönen guten Tag, verehrte Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part. Gothic 2, die Nacht des Raben. Xardas ist weg. Und deswegen kämpfen wir aus Frust, weil wir ihn so sehr vermissen gegen seine lausigen Dämonen. Lausigen, ja. Da ist das alte Belia, Alter. Ist ja nur noch einer, bei den kann ich dann ja easy ficken. Ah ja. Oh nein, das ist ein Dämonenlord! Oh oh. Das könnte böse enden für mich. Das könnte böse enden für mich. Das könnte böse. Was mache ich mir eigentlich Sorgen, Alter? Der Junge hat ja nichts drauf. Fuck, aber hier sind auch keine Hinweise auf Xardas. Ihr könntet jetzt wirklich weiterhelfen, schätze ich. Na ja, gut, porten wir uns mal zurück zur Hafenstadt. Und dann möchte ich als nächstes. Ja, was mache ich denn jetzt, Digga? Lass uns doch mal das Xardas Buch angucken. Heilen von Erdoras. Und so habe ich zuerst bedingt eine ganze Verstecke, aufzeichnen, aber die Tempel Belias zu schützen. Ja, okay, jetzt wissen sie nicht mehr. Tempel aber Game hat Sicherheit, glaube ich, dieser Diener zum Schutzbibliothek beschworen. Ja, und da waren wir und da war auch die eine Karte. Die Seekarte. Zu Erdorath. Da hast du dich also versteckt. Verdammt weit weg. Ich werde ein Schiff brauchen, um dahin zu kommen. Ja, gut, du kannst. Ach so, und das war's dann. Okay. Ich hätte mir einfach die scheiß Karte ansehen müssen. Alles klar. Wie es aussieht, muss ich dafür sitzen, damit wir das erreichen. Dafür benötige ich erst einmal ein Schiff, eine Mannschaft und einen Captain. Und ich habe nichts von alledem. Wundervoll. Oh Gott. Okay. Ich schätze. Jetzt reden wir nochmal mit Adanos vielleicht. Mit Adanos, ja! Adanos! Mit Vatras meine ich. Aber das Licht war eine Qual für Belia. Das Licht war eine Qual für Belia. Ich kenne den Standort unseres Feindes. Dann lass uns keine Zeit verlieren und ihn aufsuchen, bevor er zu uns kommt. Du willst mich begleiten? Ich habe lange darüber nachgedacht und bin mir meiner Sache noch nie so sicher gewesen, mein Freund. Bester Boy. Es ist mir eine Ehre, dich an meiner Seite zu wissen. Wir werden uns im Hafen treffen. Lass dir nicht zu viel Zeit. Der Feind schläft nicht, mein Freund. Hör zu, Leute. Ich werde woanders gebraucht. Ich weiß nicht, ob ich zurückkommen werde. Wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht, lest die Geschichte in den alten Schriften nach. Möge Adanos mit euch sein. Vatras ist bester Boy. Du bleibst besser hier, die Stadt braucht dich. Nein, der kommt mit. Ich brauch den. Oh. Yo, Kavalon, willst du auch mitkommen? Nein? Okay. Gut zu wissen. Aber wie soll ich denn jetzt an ein scheiß Schiff kommen? Und an einen Captain? Ich hab doch keinen Plan, Digga. Sag nicht, du hast das nicht gewusst. Jack von Jacks Leuchtturm vielleicht? War der mal Seefahrer? Ich bin mir nicht sicher. Mit dem Bürger möchte ich eigentlich nicht reden. Hallo, Diego. Ich werde Korinnes verlassen. Kluge Entscheidung. Ich wünschte, ich könnte mit. Die Stadt hat sich zu sehr verändert. Die Zeit des schnellen Goldes ist vorbei. Ich könnte dich im Bogenschießen, Schlösser knacken und Geschicklichkeit unterrichten. Außerdem kannst du sicher einen guten Dieb gebrauchen. Ja, bestimmt. Komm doch mit. Wir werden uns am Hafen versammeln. Ah, du hast recht. Korinnes ist ein Loch. Ich werde mit dir gehen. Warte einen Augenblick. Ich bin sofort fertig. Korrekter Boy, der Diego. Na gut, jetzt haben wir schon zwei Leute für unsere coole Piraten-Babo-Mannschaft. Ist schon mal was wert, vielleicht. Jo, er ist der Diego, wie ich ihn kenne. So, ich bin bereit. Wir sehen uns am Schiff. Kümmere dich um die Stadt. Nein, du kommst mit. Sehen uns am Schiff, Junge. Oh, Lord Hagen. Hallo. Ich brauche ein Schiff. Du hast ja noch nicht einmal einen Kapitän, geschweige denn eine Mannschaft. Was ist mit dem Schiff im Hafen? Das gehört mir und das bleibt auch so. Mit diesem Schiff werden wir das Erz abtransportieren. Wenn das erledigt ist, dann kannst du mich ja nochmal fragen.
fürchte, so viel Zeit werden wir gar nicht haben, wie jetzt, wo sich die Ex-Menschen hier ausbreiten und so. Ach, naja. Gehen wir nochmal zu diesem komischen Kuriositätenhändler. Vielleicht hat er ja noch irgendwas super Wertvolles für mich. Und so möchte ich mein Geld eigentlich ersparen. Aber wenn er jetzt noch Stärketränke und so eine Scheiße hat, dann nehme ich mir das mit. Zeig mir eine Ware. Runstein hat der Junge. Ja, der hat eigentlich nur Scheiße. Lass mal was verkaufen. Ja, die Krallen brauche ich nicht, das Schafsfell brauche ich nicht, die behalte ich. Moritfeld könnte ich vielleicht noch gebrauchen. Gold? Das ist all unser Gold? Oh mein Gott, ich weine gleich. Erst das, das kam weg. Das kam weg, das kam weg, das kam weg. Das kam weg, das kam weg. Das kam weg, ist mir egal, zack, zack. Zu Innos bietet eh niemand mehr. Nein. Oh, der scheiß Extant ist voll viel wert, den verkaufen wir. Das kam weg, das kam weg, das kam weg und das kam weg. Wir brauchen 20.000 Gold. Woher denn, Digga? Digga. Sonnenaloe. Da fehlt mir, glaube ich, eine Quest für, aber kein Plan, ey. Sturmbringer, Betty. Auch diese krassen Babo-Waffen, die geben einfach nicht viel Geld. Klaue Belias, ja, weg damit, hey. Orkisches Kriegsschwert, Echsenschwerter, leichter Zweihänder. Das kann alles weg, Digga. Ork-Axt, zack. Ein Wolf, dann genügt mir. Der Langbogen, den werde ich eh nie tragen können. Und das schwarze Erz behalte ich. Denn damit kann man ein paar Kleinigkeiten machen, möchte ich meinen. Ein paar Kleinigkeiten, ja, ja. Okay. Schauen wir mal, was noch so abgeht. Ich meine, wir können noch mehr Leute rekrutieren, bestimmt. Ich sollte noch mal Lester fragen. Das ist, glaube ich, eine gute Entscheidung. Yo, Lester! Hör mal auf zu lästern und komm mit, mein Junge. Ich habe herausgefunden, wo sich der Feind versteckt. Frag mich nicht, wieso, aber ich spüre, dass ich dich begleiten sollte. Wie meinst du das? Ich kann es nicht erklären, aber ich weiß, dass ich die Antwort nur erfahre, wenn ich dich begleite. Okay. Dann komm mit und hol dir deine Antworten. Wir treffen uns am Hafen. Wenn ich soweit bin, werde ich dorthin kommen. Beeil dich, unsere Zeit ist knapp. Ich habe doch keinen Platz für dich. Nee, den Bruder Lester, den nehmen wir doch mit. So, haben wir... Nee, nicht zur Hafenstadt. Nein, 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 nein. Das war ein Fehler. Okay, ich möchte hier noch nicht hin. Aber wir können ja mal einen Mana-Trank schlecken, ey, köstlich, lecker, schmecker. So, ich würde nämlich gerne nochmal... Obwohl... Ja, zum Kloster und zum Großbauern möchte ich gerne, aber wenn wir schon mal hier sind, dann mache ich, glaube ich, noch einen kleinen Spaziergang und suche nochmal jemanden auf für uns, ja. Ich glaube, diese Person könnte uns eventuell helfen. Ich glaube nämlich, der alte Jack in seinem Leuchtturm, der war mal Seefahrer, hat uns mal, meine ich, irgendwann mal erzählt. Und da können wir ja mal kurz hingehen und mal schauen, was der Junge zu sagen hat. Ja? Das ist vielleicht eine ganz gute Sache. So, weil wir brauchen ja sowieso einen Seefahrer, deswegen ist definitiv nicht verkehrt, wenn wir da mal kurz hinlatschen. Die Mucke, ey. Die fucking Echsenmenschen. Oh. Wenn man von Scheiße spricht, kommt ein Suchender um die Ecke. Den hauen wir auf die Schnauze. Ja, genau, die Fleischwanze wollte ich angreifen. Good job. Das wollen wir ja mal sehen, du Lümmel. Das wollen wir ja mal sehen. Du Haufen Scheiße. Ja, Hauptsache ich habe die Fleischwanze getötet. Sehr gut. Ah, jedes Goldstück zählt, schätze ich. Wer die Münze nicht wert, ist dem voll... nicht ehrt, ist dem vollen Sack nicht wert. Oder so. Ja. Yeah. Ich
meine, wir können vielleicht auch die Piraten fragen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee, aber ich denke, der Junge, mit dem kann man auch mal kurz sprechen. Hallo. Oh. Hättest du nicht Lust, wieder zur See zu fahren? Tatsächlich. Ich würde meinen rechten Arm hergeben, um nochmal auf dem großen Schoner anheuern zu können. Aber für so einen alten Knäbel wie mich ist das nicht mehr so einfach, mein Junge. Außerdem, wer wird sich um den Leuchtturm kümmern? Ich brauche deine Erfahrung als Seemann. Potzblitz, was hast du vor, mein Junge? Du willst doch nicht etwa die Kriegsgaleere des Königs entern, oder? Wer weiß. Das wäre ja was. Na schön, aber meinen Leuchtturm werde ich nicht so einfach aufgeben. Was machen wir denn da? Diese Mucke spielt übrigens, glaube ich, nur im Leuchtturm. What the fuck? Was wäre, wenn ich dir jemanden bringe, der in der Zwischenzeit auf deinen Turm achtet? Gar keine so schlechte Idee. Ich wüsste da auch schon jemanden. Harad, der Schmied, hat einen Lehrling, der heißt Brian. Ich habe mich schon oft mit ihm unterhalten. Ich würde ihm gerne meinen Turm anvertrauen. Ich glaube, er wäre genau der Richtige dafür. Sprich mal mit ihm. Vielleicht haben wir Glück und der Junge wird uns helfen. Okay. Machen wir. Oh, dann wollen wir doch nochmal uns zur Hafenstadt teleportieren. Damn it. Hier, kleiner Feuersturm ist für Loser. Hafenstadt zurück. So, dann wollen wir mit dem komischen Schmiedelehrling da sprechen. So, hör mal, Junge, hättest du nicht gerne einen krassen Leuchtturm? Das wäre doch eine gute Idee. Und der dann so, ja, cool. Ich hörte, du hättest Interesse an Jacks altem Leuchtturm. Jack möchte vielleicht wieder zur See fahren. Aber sein Leuchtturm wäre in der Zeit unbeaufsichtigt. Jack sollte aber klar sein, dass ich aus seinem Leuchtturm eine Schmiede machen werde, wenn er nicht da ist. Ist das ein Problem? Nicht für mich. Harads Schmiede kriege ich sowieso nicht. Das habe ich mir schon aus dem Kopf geschlagen. Abgemacht. Wir sehen uns bei Jack. Ja, korrekt. Haben wir das schon mal erledigt. Und in der Zwischenzeit, wenn er dahin rennt, können wir nochmal zum Kloster dödeln. Und Milton auch von unserem Vorhaben unterrichten. Milton, mein Bester. Hey, ich habe gehört, du warst ziemlich lange im Keller des Klosters. Was hast du herausgefunden? Ich weiß jetzt, wo sich der Feind versteckt hält. Es ist eine kleine Insel, nicht weit von hier. Das ist unsere große Chance. Wir müssen sofort aufbrechen und das Böse endgültig vernichten. Hast du schon mit Diego darüber gesprochen? Ich denke, er wird dich begleiten wollen. Was ist mit Gorn? Rede mal mit ihm. Ich habe gehört, dass er wieder aus dem Minental zurückgekehrt ist. Und vergiss Lester nicht. Wenn du ihn nicht aus seinem Tal herausholst, wird er dann noch vergammeln. Meine Rolle dabei kenne ich auch schon. Ich kann dein Mana steigern und im Runenbau behilflich sein, wenn wir gegen den Feind antreten. Wann geht's los? Voll die Nutzung der Scheißfähigkeiten, aber ist okay, komm mit. Wir kommen an Bord. Wir treffen uns am besten am Hafen. Warte dort auf mich. Gut, wenn du soweit bist, werde ich dort sein. Krasser Typ, ey. Wo soll ich nach einem Captain suchen? Ah, ich weiß, das weiß ich schon. Hau rein, Milton, bye! So, also geben wir den Jungs hier auch nochmal Bescheid. Kann ich Cord auch hey, mitnehmen? Du. Hallo, Cord. Nee. Niemand will Cord mitnehmen. Kann ich den Boy hier mitnehmen? Hallo, Torloff. Oh, der war das. Hast du das auch endlich geschnallt? Ja, verdammt nochmal, ich bin Seemann, warum fragst du? Ich könnte deine Fähigkeiten gebrauchen. Ich muss zu einer Insel. Zu einer Insel? Du hast doch nicht mal ein Schiff, geschweige denn eine Mannschaft, um es zu führen. Nee, mein Junge. Wenn du meine Dienste als Kapitän und Stärkelehrer in Anspruch nehmen willst, dann musst du mir erst mal beweisen, dass du weißt, wovon du da redest. Außerdem habe ich gerade ganz andere Sorgen. Die Paladine ziehen nicht wie erwartet aus der Stadt ab. Doch. Es müsste schon etwas Gravierendes passieren, das sie veranlasst, das Feld zu räumen. Geh in die Burg im Minental. Klau der Torwache den Schlüssel für das Haupttor und öffne es. Den Rest werden die Orks besorgen. Was für ein Haufen Scheiße. Nein, ich werde die Leute jetzt nicht einfach sterben lassen da drüben. Nur damit du dann irgendwie überzeugt bist. Blöder Pisser, ey. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Hallo, Lee. Hast du eine Ahnung, wie ich an das Schiff der Paladine komme? Meinst du, dann wäre ich noch hier?
Das Ding ist besser bewacht als früher die Erztransporte des alten Lagers. Es muss doch eine Möglichkeit geben, auf das Schiff zu kommen. Klar, draufkommen ist einfach. Immerhin haben wir jetzt den Richter in unserer Gewalt. Du gehst am besten zu ihm und quetscht ein Ermächtigungsschreiben für das Schiff aus ihm heraus. Aber das ist doch nicht alles. Um das Schiff zu lenken, brauchst du einen Kapitän, eine Mannschaft und so weiter. Da hängt ein riesiger Rattenschwanz dran. Wie du sagst. Ich hab was anderes mit. Wen soll ich als Mannschaft anheuern? Das musst du selbst entscheiden. Aber ich würde nur Leute mitnehmen, denen ich vertraue. Hast du genug Leute, denen du vertraust? Wenn du einen Schmied in deiner Mannschaft brauchst, solltest du Bennett fragen. Er ist sicherlich der Beste, den du je finden wirst. Das höre ich zum ersten Mal. Kennst du jemanden, der ein Schiff lenken kann? Soviel ich weiß, ist Torloff früher zur See gefahren. Er kennt sich aus. Aber Torloff ist ein Haufen Scheiße. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Würdest du mit aufs Schiff kommen? Machst du Witze? Natürlich wäre ich dabei. Ich habe auf dem Festland noch ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Außerdem könnte ich dich im Kampf mit der Ein- und der Zweihandwaffe unterweisen. Ich könnte also von großem Nutzen für dich sein. Dann pack deine Sachen. Was denn? Jetzt sofort? Ja. Ich habe vor, hier zu verschwinden. Und wenn du mitkommen willst, komm zum Hafen. Wir treffen uns am Schiff. Ich habe schon so lange auf diesen Moment gewartet. Ich werde dort sein. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Ich kann dich doch nicht gebrauchen. Neli, geh mal hin. Geh mal hin, Junge. Ich könnte dich und deine Axt gebrauchen. Ja, das wundert mich nicht. Das kann ich für dich tun. Würdest du mit mir zu einer Insel segeln und dem Feind in den Arsch treten? Klar. Sofort. Sag mir nur, was ich tun muss. Von mir hatte das nicht. Komm zu mir an Bord. Warte am Hafen. Oh, Level Up. Ja, lecker. Eins muss man dir lassen. Mit dir wird es nie langweilig. Komm schnell nach. Es kommt nur ja, danke, Alter. Also, komm mir nicht so. Vielleicht solltest du besser hier bleiben. Hallo, Karet, willst du nicht auch mitkommen? Nein, okay, das ist gut. Wo hast du das denn? Du. Ich bin ganz normal. Okay, wir haben ja schon Jack als Seefahrer, das ist gut genug. Fucking Bullshit-Boy hier drüben, den will ich nicht mitnehmen. Aber Bennett würde ich gerne noch mitnehmen. Und ich würde gerne diese beschissene Rüstung von ihm kaufen. Aber wen soll ich umbringen, um so viel Gold zu bekommen? Wir brauchen das Zehnfache von dem, was wir jetzt haben. Vielleicht sollte ich mich doch nach seinen komischen Dracheneiern auf die Suche machen. Wir reden mal später nochmal mit ihm. Wolf hat eh nichts zu tun, vielleicht will er ja mitkommen. Oh mein Gott, ja! Hättest du Lust, mit einem Schiff hier zu verschwinden? Na klar, nix wie weg hier. Ich könnte dir eine große Hilfe sein, dein Schiff zu verteidigen. Wo soll's hingehen? Ich muss zu einer Insel nicht weit von dieser hier. Ja, worauf warten wir noch? Ich könnte dir auf See Bogen- und Armbrustschießen beibringen. Willkommen an Bord. Komm zum Hafen, bald geht's los. Bin schon unterwegs. Prima, haben wir das schon mal erledigt. Bin schon unterwegs. Der Huso chillt hier immer noch. Während die alle am Hafen warten, können wir ja ein bisschen schlafen. Das ist eine gute Idee, glaube ich. Verdammt, was ist los? Aber wie soll ich denn jetzt an so scheiß viel Geld kommen, ist die Frage. Ah, vielleicht will ich offscreen einfach mal nach diesen komischen Dracheneiern suchen. Ja, ist vielleicht eine gute Entscheidung. Das machen wir vielleicht. Aber erstmal wollen wir zur Hafenstadt und dann würde ich gerne einen gewissen Richter aufsuchen und ihn eventuell um eine Kleinigkeit zu bitten. Ja. Die Jungs sind hier immer noch krass am Malochen, aber ich glaube, die kann ich nicht gebrauchen, oder? Hey. Kannst du mir die Trüche verkaufen? Nein, okay. Hey, danke, dass du mich gerettet hast. Ja, bitte. Okay, der hat auch nichts zu sagen, das ist gut. Ich weiß gar nicht, man kann eigentlich relativ viele Leute mitnehmen. Bin mir nicht 100% sicher, wer da alles dazugehört. Kein Paladin und keine Miliz, glaube ich. Obwohl, eine Miliz vielleicht doch. Ah, fällt mir ein, dann könnte ich vielleicht doch noch mit jemandem reden. Ja, okay. Aber erstmal mit dem ranzigen Richter.
Hallo! Der Boy ist hart am Knechten. Ich knechte auch immer mit einem Stock an meinem Gürtel. Weil es braucht bei uns. Dann sprechen wir mit ihm. Hallo. Gib mir eine Ermächtigung für das Schiff der Paladine. Du bist ja wohl nicht ganz bei Trost. Was soll ich tun? Du hast mich schon verstanden. Gib mir die Ermächtigung, oder ich werde dich der Miliz melden. Ich lass mich nicht erpressen, schon gar nicht von dir. Ich werde dich den Wölfen zum Fraß vorwerfen, du Stück Dreck. Morgahart hat in deinem Auftrag den Statthalter überfallen. Ich besitze ein Schriftstück, das es beweisen kann. Das wird dir noch leid tun. Mich erpresst man nicht ungestraft. Hier hast du die Ermächtigung. Nun geh. Ich werde später mit dir abrechnen. Bestimmt wirst du das. Haufen Scheiße. Schiffsbrief. Lass uns erstmal die Scheiße angucken. Oh. Brief an Babo. Babo ist so ein toller Name. Aha, aus dem Buch Die von Eodora. Ah ja, ja, okay. Wo ist denn der Brief? Nachricht. Schiffsbrief, ja. Ermächtigungsschreiben. Diese Urkunde berechtigt seinen Besitzer, sich auf unbestimmte Zeit auf der königlichen Galeere von Lothargen aufzuhalten. Oder das Schiff zu führen. Königliches Siegel. Okay. Nun, wenn das so ist, haben wir ein entspanntes Leben, würde ich sagen. Können wir jetzt einfach mal gehen. Wir können theoretisch auf das Schiff gehen. Wir haben einen Captain. Ich gehe nochmal zu Jacks Leuchtturm. Ich würde mich, glaube ich, nochmal gerne mit einem Boy unterhalten. Weil ich glaube, den könnte man eventuell auch nochmal mitnehmen. Nämlich der Lageraufseher Boy hier drüben. Und dann würde ich eventuell einfach mal offscreen die ganze Insel abklappen und ein bisschen Gold machen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ah, ne, den können wir doch nicht mitnehmen. Okay. Dann pass mal auf. Hätte gedacht, wir können den jetzt mitnehmen. Runenschwert, ui. Kein Ork schlechter, aber cool. Böses Vernichten. Boah, ist das scheiße teuer. Böses Vertreiben. Ja, ne. Können wir nicht gebrauchen, Jung. Ich hab schon einiges. Ja, ich glaube, offscreen würde ich das dann machen. Ja, ja, genau. Damit wir dann wenigstens die geilere Rüstung kriegen, wisst ihr? Wäre ja sonst doof. Obwohl, brauche ich die unbedingt? Oh, ich weiß nicht. Vielleicht reicht die Rüstung, die wir auch haben jetzt, ne? Auf der anderen Seite, ich würde die schwere Drachenjägerrüstung schon gerne mitnehmen. Oh, was für ein Dilemma. Ja, wir werden mal sehen, wie mir zumute ist. Vielleicht gehe ich hier noch ein bisschen krass Geld scheffeln. Vielleicht lassen wir das aber auch einfach. Ich kann auch auf den Bauernhöfen die Leute einfach auf die Schnauze geben und deren Sachen klauen. Ich denke, das geht auch. Das ist, glaube ich, auch eine weise Entscheidung, das zu tun. Dann haben wir genug Gold für die Drachenjägerrüstung irgendwann angespart. Oh, sonst halt die Dracheneier suchen, ne? Das geht auch. Wir bekommen 300 pro Drachenei. Ja gut, je nachdem wie viele ich finde, bei so einem Unterschlupf könnte das relativ schnell gehen mit der Drachenjägerrüstung. Ach ja, wird schon irgendwie passen, was auch immer. Aber ich sollte jetzt kein Gold mehr ausgeben. Außer ich finde Stärketränke, verdammte Scheiße. Stärketränke, die genehmige ich mir sehr gerne, ja. Hallo Jungs! Brian wird ab jetzt auf deinen Leuchtturm achten. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Brauchst du mich noch? Ja! Sei mein Kapitän. Ich bin zwar schon weit rumgekommen, mein Junge, aber ich bin doch noch nie Kapitän von einem Schiff gewesen. Ich habe von Navigation keine Ahnung. Das wirst du übernehmen müssen. Ich werde mein Bestes geben. Dann zeig mir mal dein Schiff und deine Mannschaft. Weißt du denn schon, wo du hin willst? Ich meine, hast du eine Seekarte? Warte auf mich im Hafen. Und den Rest mach dir keine Sorgen. Wie du meinst.
So, sehr gut, haben wir das schon mal erklärt. Hat der noch was zu sagen? Nee. Okay. wen könnten wir eventuell noch mitnehmen? Wir haben Watras. Wir haben die vier Boys. Boah. Wir haben Lee. Ich weiß nicht, wen wir noch mitnehmen könnten. Ich habe keine Ahnung. Gibt's da noch jemand, der sagt, boah, die Insel ist voll scheiße? Vielleicht den Jagender, aber da will ich jetzt nicht unbedingt zurück. Ja, gut. Dann sind wir eigentlich schon fast fertig. Corinne ist zu verlassen, meine ich. Ich hätte halt echt gerne noch diese heftigere Rüstung. Wir können ja noch mal kurz schauen. Ah ja, hier hat er die ganzen Höhlen notiert. Prima. Ja, shit. Hier ist ja direkt eine in der Nähe. Ich glaube, ich weiß auch genau wo. Gucken wir mal, ob wir da vielleicht Dracheneier finden und Echsenmenschen. Das wäre eine coole Sache. Da muss ich mir auch noch merken, welche ich schon abgeklappert habe und welche nicht. Oh mein Gott. Seit wann wachsen die denn hier? Oh shit. Ob ich die schon am Anfang des Spiels hätte mitnehmen können? Die scheiß Goblinbeeren. Ja geil, Alter. Direkt mal in meinen Mund stopfen. Ey, lecker Schmecker. So. Sind wir ein bisschen geschickter. Es kommt uns vor allem beim Schlösserknacken zugute. So, ich speichere hier mal und dann schauen wir mal, ob wir da irgendwie reinkommen und da irgendwas Krasses machen, ey. Hallo? Oh ja, das ist wirklich ein ranziger Echsenmensch. Oh, sogar zwei. Wie unangenehm. Hab ihn auf die Schnauze. Ein Echsenmensch, er hat nichts drauf. Aber ein Phönix steht aus seiner eigenen Asche wieder auf. Rest in Peace. Jetzt gebt mir mal eure sexy Eier. Lass mich mal eure Eier sehen. Oh Gott. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein Ei. 300 Gold. Sonst, wir waren ja schon mal hier und haben alles abgesucht. Ich glaube, ein weiteres... Oh mein Gott! Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ein weiteres Drachenei werden wir hier nicht finden. Ich habe mich eventuell geschnitten. Und zwar geschnitten an einem Echsenschwert. Könnt ihr mal... Jungs, können wir mal bitte nicht ein bisschen chillen? Geht das? Ja, was für Geräusche die machen. Fuck, Viecher. Lass mal heilen. Ja, scheiße. Wer hätte gedacht, dass da noch mehr in diesem Loch sind? Hauen wir den Jungs nochmal aufs Maul. Vielleicht ist da ja noch ein Drachenei. Oder fünf. Jo, Jungs. Bin hier mal hier auf die Schnauze zu hauen. Aber bitte nur einer, okay? Okay, die suchen jetzt richtig Stress, die Jungs. Kommt nur her, kommt nur her. Bin bereit für die Scheiße. Ich glaube, die sind nicht so ganz bereit. Oh doch, da kommt der Erste. Und tschüss. Da kommt der Zweite. Und tschüss. Und da kommt der Dritte. Und tschüss. Haufen Scheiße. War ja früher auch schon so eine Ork-Statue? Ich glaube schon, ne? Ja, ja, bestimmt. Ey. Ja, ja, hier war eine Ork-Statue und ich habe mich schon gewundert und mir gedacht, oh shit. Was machen die scheiß Orks hier eigentlich? Weil in dieser Höhle auch nicht ein Ork war, so. So, dann gucken wir nochmal in die Richtung da. Ob ich da noch irgendwas finde. Ich speichere hier nochmal. Ah, die Echsenmenschen, die gehen runter wie Buddha, ne? Wenn wir jetzt noch eine heftige Rüstung kriegen, dann oh shit. Also wir sind ziemlich mächtig unterwegs. Hey, jetzt aber gar nichts mehr. Naja, das war schon mal eine Höhle. Ich dachte, ich könnte vielleicht etwas von den Pilzen mitnehmen, aber anscheinend nicht. Ja, lauf hier durch die Weltgeschichte rum, suche fucking Echsenmenschen und deren Dracheneier, dann suche ich noch Dingens Schattenläufer und hau den ihre Hörner ab, damit ich die bei Buster verkaufen kann und so. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Haut rein, Leute. Ciao.